Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Jade Empire. Ja, in der letzten Episode sind wir hier gelandet, nämlich im Geisterreich wahrscheinlich. Wir haben auch keine Karte, nehme ich zumindest an. Oh doch, wir haben eine Karte. Cool, dann können wir jetzt doch noch ein bisschen umsehen. Obwohl ich glaube, zu sehr umsehen sollten wir uns nicht, denn wie ihr seht, die ersten Kämpfe haben uns schon ganz schön, ja, ausgelaugt. Oh, hier ist anscheinend eine Alpha-Wand. Okay. Wir können aber noch zu allen wichtigen Plätzen gehen. Vielleicht finden wir da ja noch interessante Dinge. Ja, in der letzten Episode hat uns der Kaiser leider betrogen. Nicht der Kaiser hat uns betrogen, sondern sein Bruder. Unser ehemaliger Meister hat uns betrogen und, ja, und hat uns scheinbar getötet. Eine Schwäche ausgenutzt, die er uns eingepflanzt hat. Ich denke nämlich, das ist das, was die anderen Kämpfer, die guten Kämpfer, zu uns immer gesagt haben. Erinnert ihr euch noch? Die gesagt haben, ich dachte, da sei eine Lücke in eurer Verteidigung, aber dann hat sich die Lücke plötzlich geschlossen und scheinbar ist dieser Fehler hat uns begleitet und was ich sehr gruselig finde, alles hat sich jetzt so ergeben, wie man es irgendwie schon, also vermutet hat man es schon irgendwie vielleicht, weil alles sehr seltsam war, sehr geplant. Andererseits, dass es jetzt so ist, boah, ich war jetzt ziemlich fertig deswegen, muss ich gestehen. Oh, okay, wo? Ah, da hinten. Solange es nur einer ist, ist das immer kein Problem. Hauptsache keine Opa-Bärte. Und jetzt brechen wir mal den Verteidigungswall und... Ja, also storytechnisch sehr viel passiert. Das Drachenamulett befindet sich in seinen Händen. Alle Teile sind zusammengefügt. Er wird meine Kraft aufzehren. Aber noch ist nicht alles verloren. Sucht mein Licht. Okay, es ist noch nicht alles verloren. Dabei sah es ja eigentlich so aus. Also wir sind tot, das steht definitiv fest. Oh nein. Opa-Bärte. Und noch ein anderer. Ein normaler. Ja, wenn wir den Kampf jetzt gegen die nicht schaffen, dann laufen wir einfach zum Licht. Ja, da sieht man einen kleinen Nachteil in unserer... Das mach ich, mach den zuerst. Muss auch lernen, mehr abzublocken. Das habt ihr mir auch geschrieben. Sag, reblock doch einfach mal. Wieso blockst du nicht? Und kombinier mal die verschiedenen Techniken. Ja, ihr habt absolut recht. Es ist bloß, man ist faul und... Und solange es funktioniert... Okay, der wird wahrscheinlich unser letzter Gegner hier sein. Das ist wirklich mit dem schweren Angriff, das habe ich schon gemerkt. Übrigens habt ihr auch in der letzten Episode gesehen, deswegen war ich ein bisschen angefressen, zugegebenermaßen. Die Technik hat gesponnen und ich dachte so, Zum Beispiel auch schon im Kampf gegen den Kaiser, da hat er auch schon was gesponnen. Da konnte ich dann plötzlich die Stile nicht mehr durchschalten. Das war, ja, nicht so schön, aber gut. Nicht so viel Off-Cam gequatsche. Also auf jeden Fall hat sich jetzt alles offenbart. Der Plan unseres Meisters und ja, scheinbar auch unser Ableben. Ich weiß jetzt nicht, wie... Was man jetzt überhaupt noch machen kann. Schließlich sind wir tot. Oh. Euer Meister beansprucht den Thron und meine Macht. Er wird als Gott herrschen, wenn er nicht aufgehalten wird. Als Gott. Ja, und er scheint, dass er wirklich alles geplant zu haben. Von der ersten Sekunde... Also von unserer Unterweisung an. Okay, wir haben noch nicht alles erforscht, aber ich glaube, wir gehen mal. Nicht, dass jetzt noch irgendein heftiger Endgegnerkampf oder so... Komm! Okay, ich dachte, das sei jetzt irgendwas anderes. Solange es nur ein normaler Geist ist, den schaffen wir schon noch. Ja, und scheinbar der Wasserdrachen. Es war also wirklich der Wasserdrachen. Die Lady, die uns am Anfang begegnet hat, die Lady mit den Schuppen. Oh, okay. Das war anscheinend, das mussten wir auch tun. Ihr habt gute Arbeit geleistet, Sterblicher. Aber eure Reise ist noch lange nicht vorüber. Die Zeit wird knapp und wir müssen uns beeilen, wenn wir euren Meister Li aufhalten wollen.
Was ist hier los? Wo sind wir hier? Wie komme ich hierher? Ihr solltet lieber erklären, was los ist. Auf der Stelle. Was ist hier los? Euer Meister, Sun Li, der glorreiche Stratege, hat euch hintergangen. Er hat euch getötet, um die Macht des Kaisers und meine eigene an sich zu reißen. Ihr seid tot. Ich bin der Wasserdrache, unsterbliche Hüterin des Weges in die Unterwelt. Ich bin die Hirtin der Toten und führe sie auf ihrem Weg in meinen heiligen Tempel in der Klagefestung, dem Tor ins Jenseits. Aber vor 20 Jahren griffen der Kaiser und seine Brüder die Klagefestung an. Sie brannten meinen Tempel nieder, meuchelten meine Diener und entweihten meinen Körper, damit der Kaiser meine Macht erhielt. Als Kaiser Sun Hai fiel, erhielt ich ein wenig von meiner Macht zurück. Genug, um euren Geist hierher zu rufen. Aber jetzt schwindet meine Kraft erneut. Li verbraucht meine Energie. Dann ist es so, wie wir gedacht haben. Warum sollte mich Meister Li hintergehen? Euren früheren Meister gelüstete es schon lange nach Macht. Er wollte dem Reich seinen Willen aufzwingen. Er brauchte Jahre, um seinen Plan in die Tat umzusetzen. Aber er konnte nicht ertragen, dass sein wahnsinniger Bruder besaß, wonach er sich so sehr sehnte. Er verzehrt meine Essenz, um ein Gott zu werden. Aber er beherrscht seine Kräfte noch nicht vollständig. Deswegen konnte ich euch hierher bringen. Und deswegen können wir miteinander sprechen. Wir haben wenig Zeit. Meine Kräfte schwinden. Wir müssen schnell handeln. Um eure Bestimmung zu erfüllen, muss ich euch jetzt zur Klagefestung schicken. Während Sun Li mit der Beherrschung seiner neu gewonnenen Kräfte beschäftigt ist. Das glaube ich nicht. Meister Li hat mich gerettet und wie sein eigenes Kind aufgezogen. Wenn er all das geplant hat, dann hat er all die Jahre gelogen. Der glorreiche Stratege ist geduldig. Li hat dies 20 Jahre lang geplant. Als die Klagefestung fiel, rettete er euch nur deswegen, weil er euch für ein nützliches Werkzeug hielt. Dies und mehr werdet ihr noch erfahren. Aber jetzt müssen wir uns beeilen. Wenn er entdeckt, was ich getan habe, wird er versuchen, dieses Reich zu versiegeln und mich daran hindern, euch zur Klagefestung zu schicken. Er schickt mich zur Klagefestung? Warum mich? Mein Tempel in der Klagefestung ist entweiht. Ich habe nicht die Macht, euch ins Leben zurückzubringen. Aber ich kann euren Geist in die Klagefestung schicken, damit ihr das Gift entfernt, das mein Heiligtum verdirbt. Beeilt euch! Wenn ihr die Brunnen der Klagefestung reinigt, kann ich euch wieder ins Leben zurückrufen. Wenn ihr das nicht tut, wird Meister Li wird unaufhaltbar werden. Sucht den Abt Song. Er wird euch helfen. Stellt die Brunnen der Klagefestung wieder her. Stellt meine Kraft wieder her und ich werde wieder mit euch sprechen. Also sind wir tot. Wir sind tatsächlich tot. Wer hätte gedacht, dass es nach unserem Tod noch weitergeht? Juwel der Ahnungen. Obwohl, wir können wahrscheinlich nichts... Oh, wir haben es noch, aber wahrscheinlich nur... Juwel der Ahnungen. Gleis plus 1. Ja, nicht so nützlich, aber nehmen wir mal mit. Können wir alles verkaufen. Okay, das ist anscheinend gesperrt. Ja, wie krass das ist. Ich kann dazu... Oh, was seid ihr denn? Okay. Ein Rattendämon. Ja, das ist schön, aber ganz ehrlich, ich hab's jetzt nicht so mit Kämpfen hier.
Könnt ihr euch nicht gegenseitig irgendwie erledigen? Problem ist nämlich auch, wir haben keinen Fokus. Weshalb wir unsere Schwerter nicht einsetzen können. Obwohl ich nicht weiß, ob das hier... Wir haben jetzt dieses Dämonenschwert gefunden. Ah. So. Jetzt kümmern wir uns um dich hier. Nein, ich mache keinen schweren Angriff. Vergiss es. Ah genau, wir verbrennen ja bei denen immer. Ein Stück. Oh, ja, und schon sind wir tot. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie das ist. Oh mein Gott, haben wir jetzt gespeichert? Oh, Leute, das Trauma setzt sich fort. Oh, nein, das haben wir nicht. Oh, ich dachte, der macht jetzt einen Speicherpunkt. Okay, Leute, ich stelle es dann mal nach. Ja, Leute, und damit willkommen zurück. Ich habe jetzt alles nochmal gespielt. Wartet, nochmal speichern. Ich glaube, ich habe davon auch das Amulett noch gar nicht geholt. Ja, das hat jetzt ungefähr nochmal 20 Minuten gedauert, das nachzustellen. Ich habe mir einfach ein bisschen mehr Fokus aufgehoben und habe die... Ah, wieder ist wieder Ahnungen. Und habe mir, ja, ein bisschen mehr Fokus aufgehoben und die zwei hier mit... Oh. Mit dem Schwert erledigt, das wir gefunden haben. Okay, die Geister kämpfen gegeneinander. Ist das unser Freund oder unser Feind? Oh, der Abt. Das kann nicht sein. Ist es wirklich möglich? Ich spüre, dass ihr das Zeichen des Wasserdrachen tragt. Ihr seid zurückgekehrt. Wer seid ihr, Abt Zong? Ich bin der Geist von Abt Zong. Vor vielen Jahren vom ruhmreichen Strategen getötet. Vor meinem Tod leitete ich den Orden der Geistermönche. Euren Orden. Der ruhmreiche Stratege? Ihr meint Mr. Lee? Meister Lee? Meister Lee? Er ist Sun Lee, der Verräter. Wie muss die Welt aus der Balance geraten sein, wenn einer unseres Ordens glaubt, Sun Lee sei sein Meister? Ihr gehört dem Orden der Geistermönche an, wurdet hier in der Klagefestung geboren und in den geweihten Brunnen gebadet. An dem Tag, an dem der Kaiser und Sun Li unser Kloster angriffen, wart ihr noch ein kleines Kind. Ich habe versucht, euch vor dem Gemetzel zu retten. Aber ich verlor euch an Li, der euch eurem sterbenden Beschützer entriss. Unglaublich, was sich jetzt noch so entfaltet hier. Nein, das ist nicht wahr. Meister Li hat mich gerettet. Li hat behauptet, er sei derjenige gewesen, der mich gerettet hat. Ich kann nur raten, welche Lügen er euch über die Klagefestung, eure Herkunft und seine eigene Rolle in den Ereignissen hier erzählt hat. Aber ihr verdient es jetzt, die Wahrheit zu hören. Ja, ich bin gespannt. Vor 30 Jahren kam die große Dürre über das Land. Ein Jahrzehnt lang verdorrten die Ernten. Überall im Reich forderten die Hungernden, dass etwas getan würde. Trotz seiner Position konnte Kaiser Sun Hai die natürliche Ordnung der Dinge nicht ändern. Er verlangte von seinem Bruder, dem ruhmreichen Strategen, einen Plan zu entwerfen, um diese Schande aus der Welt zu schaffen. Durch Sun Lis List konnten die Armeen des Kaisers die Tore der Klagefestung belagern. Sie kamen, um sich die Macht und das lebensspendende Wasser des Wasserdrachen zu holen. Was geschah, als sie die Klagefestung angriffen? Die Soldaten der kaiserlichen Armee schwärmten wie Heuschrecken über uns. Es waren zu viele, um sie zu zählen. Meine Geistermönche kämpften tapfer. Aber ich wusste, dass die Schlacht verloren war. Wir waren geschlagen. Um mich her starben die Mönche meines Ordens. Ich bemühte mich, die Angreifer aufzuhalten. Und dann fiel mir Sun Li, euer Meister, in den Rücken und streckte mich nieder. Die
Macht des Kaisers war unbestritten. Doch Sun Li und Prinz Qin trachteten nach seinem Thron. Dem ruhmreichen Strategen gefiel es nicht, dass sein Bruder aufstieg, während er zusehen musste. Kaiser Sun Hai, Herrscher über das Jadereich, übertrat seinen Stand und vernichtete den Wasserdrachen, um sich die Macht des Drachen zu eigen zu machen. Seine Brüder versuchten, ihn zu stürzen, aber sie ahnten nicht, wie stark er geworden war. Die Kraft des Wasserdrachen hatte seine Macht ins Unermessliche gesteigert. Sun Li kam mit dem Leben davon. Doch er ließ seinen Bruder Qin zurück. Und der Kaiser nahm furchtbare Rache an dem Prinzen. Ein Kind der Geistermönche war noch am Leben. Er tötete euren Beschützer und schlüpfte in seine Rolle. Da er nicht länger Diener des Kaisers war, streifte er seine schreckenerregende Rüstung ab und wurde der Lehrmeister, den ihr so gut zu kennen glaubtet. Wenn ihr und das Amulett der Schlüssel zum Sieg über seinen Bruder wart, konnte er sich dessen Macht immer noch aneignen. Li machte sich mit euch und dem Amulett davon und entging der Rache seines Bruders. Mit seinen neuen Kräften band der Kaiser Qins Geist an die Rüstung, die der Verräter Li zurückgelassen hatte, um seinen Bruder zu verhöhnen. Die Hand des Todes war gebrochen. Ihr wart der letzte Angehörige der Geistermönche. Sun Li sah unseren Versuch, euch zu retten, als Beweis eurer Wichtigkeit. Er glaubte, ihr wart dazu auserkoren, das wiederherzustellen, was er zu stehlen geholfen hatte. Und so ist es auch. Er bildete euch zu einem Werkzeug der Vergeltung aus. Ihr solltet erreichen, was er und Prinz Qin nicht vermocht hatten, doch mit eurem Tod ist der Kaiser unbezwingbar geworden. Aber Meister Li besitzt jetzt die Macht des Wasserdrachen. Ich habe den Kaiser besiegt. Dann hat Li mich verraten. Dann hat der ruhmreiche Stratege gewonnen. Ihr wart der Letzte im Orden der Geistermönche. Aber jetzt seid ihr nur ein Geist wie wir alle. Keiner ist mehr übrig, der Sun Li entgegentreten könnte. Aber der Wasserdrache hat ja noch einen Plan. Der Wasserdrache glaubt, dass es noch Hoffnung gibt. Ihr habt mit dem Wasserdrachen gesprochen? Natürlich. Nur sie konnte eure Seele zur Klagefestung führen, während alle anderen durch die Welt der Sterblichen ziehen müssen. Ich hatte befürchtet, unsere letzte Hoffnung wäre mit euch gestorben. Aber jetzt verstehe ich. Ihr seid gekommen, um den Makel zu beseitigen, der auf den Brunnen in der Klagefestung liegt. Der erste Schritt zur Rückkehr des Wasserdrachen. Da ich im Leben den Geistermönchen vorstand, binden mich Pflicht und Ehre, euch bei dieser Aufgabe zu unterstützen. Ich schwöre, euch beizustehen, bis die Brunnen der Klagefestung wiederhergerichtet sind. Es ist mir eine Ehre, dass ihr mit mir kommt. Ich kann euch hier in der Klagefestung, eurer verlorenen Heimat, den Weg weisen. Ich kenne das Kloster gut. Und ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um euch beim Wiederherrichten der Brunnen zu helfen. Gut. Okay, wie soll ich diesen Brunnen wiederherrichten? Die Brunnen wurden mit Menschenblut entweiht, was ihre Siegel brach. Das Blut, das sie verschmutzte, ist jedoch fort. Wenn ihr die Siegel wieder aufbringt, sollte die Kraft der Brunnen erneuert werden. Ich kenne das Kloster gut. Wenn ihr Fragen zum Wiederherrichten der Brunnen habt, werde ich mein Bestes tun, um sie zu beantworten. Okay. Wartet mal, aber Leute, ich wollte sagen, das machen wir in der nächsten Folge von Jade Empire. Nämlich jetzt ist schon sehr viel passiert, ich muss jetzt auch sehr viel nachstellen. Ich habe leider nicht so viel Zeit. Auf jeden Fall, ja, jetzt entfaltet sich irgendwie alles und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Jade Empire.
Also, wie immer danke ich euch fürs Zusehen, danke euch für eure Kommentare und danke euch für den Daumen nach oben. Ihr wisst, das freut mich immer sehr. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Jade Empire. Bis dahin, tschö.